Wir verzweifeln hier dran. Es sind jetzt, ich glaube, 2, 3, 4 Minuten vergangen und wir haben das Rätsel zurückgesetzt, weil wir es einfach nicht hinkriegen. Ah, ich habe aber keine Lust, jetzt hier 5 Videos an diesem Rätsel zu sitzen. Ah, warte mal. So. So, wenn wir die jetzt so drehen, dann stimmen die. Okay. Na gut. Ja, aber na gut, ich muss es trotzdem immer so drehen, dass ich die alle mit einem Dreh kriege. Ach. Ist halt blöd, dass es Minimum 4 ist. Na gut, aber irgendwo muss ja die Schwierigkeit herkommen, ne? So. Die sind zusammengesetzt. Na, das Blöde ist, wenn ich jetzt drehe, dann geht die Sonne da in der Mitte wieder kaputt. Die 6er. So, warte mal, wenn ich jetzt so drehe, wird das passen. Dann jetzt den 6er. Wegen dem Scheißstein hier. Ich müsste den jetzt so weit durchdrehen, dass er mit einem Klick da ist. Dem hier. Ja, lass mich doch. Ich muss das nur eben wieder zurückdrehen. So. Jetzt müsste ich die drehen, damit die hier stimmen. Jetzt stimmt der hier wieder nicht. Mit dem Vierer, so. Und jetzt dann den. Nee, dann passt das da oben wieder nicht mit. An den Strichen orientieren, sagt Chen gerade. Da seht ihr auch schon am Bild, ob das passt oder nicht. Ja, stimmt schon. Der Diagonale müsste wahrscheinlich an die Ecke da dran. So müsste das wahrscheinlich sein. Das dann so.
Na fuck, dann zu weit gedreht. Okay. Das so. Das so. Ich hasse dieses Rätsel. Ne, ist nur ein Neuner. So könnte ich einen Sechser drehen. Also das Video mache ich jetzt noch, das Rätsel, und im nächsten überspringe ich es dann. Wer denkt sich solche Rätsel aus? Er ist ja schon Grim Tales-mäßig hier mit schlechter Erklärung dabei. So. 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 Tun wir das so. Das Problem ist, ich fokussiere mich immer nur auf einen Teil, dass das richtig passt, und ich sehe nicht, wie die anderen sich dadurch verdrehen. Die Vierer sind nicht des Rätsels Lösung, weil du dir hierdurch mit den Neunern schon wieder alles kaputt haust. Natürlich wird es seinen Sinn haben, aber das Hauptaugenmerk ist meiner Meinung nach nicht auf den Vierern. Aber du musst damit ja, das bestreite ich ja nicht. Ja, wow. Ja, mach nicht da. Ja, aber ich muss. Ah, sie begreift es nicht. Guck mal, jetzt ist doch das Ding schon wieder falsch. So. So, jetzt war es so wie gerade eben. So, jetzt drehe ich hier den Vierer. Den da. Den jetzt. Nun, wenn du nur den da sagst, Schatz, dann verstehe ich. Ja, aber das da oder den Sechser da. Diesen. Das ist ein bisschen, das passt am ehesten. Die Ausgangsposition. Ja, dann dreh du mal, dann dreh du mal, dann dreh du mal. Setz zurück und dreh du mal. Nein, hab ich doch eben schon. Stehst du auch nicht. Jetzt. Ja, was ich gerade machen wollte, hast du verkackt, weil du statt den 6 den 4er gedreht hast. Ja, dann habe ich doch weiter durchgedreht, dass wieder gestimmt hat. Was ist denn da oben in der Ecke nicht? Das ist ja doch wahnsinnig. Naja, kriege ich nicht hin. Zurücksetzen.
So, stimmt das? Stimmt das? Jetzt ist der Vierer natürlich wieder kaputt. Setzen wir nochmal zurück. Alle guten Dinge sind ja XYZ. So, jetzt hast du gesagt, die oberen Sechser und den unteren Sechser parallel, richtig? Galt für das, was du eben gemacht hast, aber kannst du gerne mal versuchen. So, dann nehmen wir jetzt diesen Sechser. Ja, diesen Sechser. Nein. Okay, aber wenn ich jetzt diese vier drehe, dann drehen sich die Außen ja auf jeden Fall immer alle parallel mit. Na, richtig? Und wenn ich die jetzt drehe, dann sind die hier wieder falsch. Jetzt geht hier mit den Strahlen, die sind hier auch schon total komisch gesetzt. So sind die Strahlen richtig. Zumindest die in den Ecken. Welche? Die oberen oder die unteren? Das ist gut. Gut, hier die Ecken sind sowieso falsch. Ich kriege das nicht hin. Wieso bin ich zu blöd? Du kommst auch nicht weiter. Drück mal auf Überspringen. Könntest du ja offscreen nochmal versuchen. Ja, gut. Dann versuchen wir es offscreen nochmal. Wenn wir die Lösung haben, präsentieren wir euch. Wenn nicht, drücken wir schon offscreen auf Rätsel überspringen und schauen dann weiter. Wir versuchen es jetzt ein bisschen weiter und wenn nicht, dann nicht. Tschüss!